Das Leben im Kloster besteht aus Enthaltsamkeit, Verzicht, Gemeinschaft und vor allem Ruhe. Mit all dem wollen die Mönche die Jugendlichen bekannt machen und ihnen so einen Sinn im Leben vermitteln. Jetzt können wir schauen, ob wir es fertigbringen, jungen Leuten ein wenig von dem nahezubringen, was wir hier versuchen zu leben. Ich lasse mich auch drauf ein, erstmal alles. Ich mache jetzt erstmal alles mit und guck mal, wie es passiert. Ich denke mal, da wird es schon einiges noch geben, was mich dann ein bisschen anstinkt. Grüß Gott, mein Name ist Pater Christoph Maria. Es soll die kommenden Tage für Sie eine Einladung ausgesprochen werden, dass Sie sich an unserer Tagesstruktur orientieren. Etwas, was vielleicht für Sie hart sein könnte, gleich zu Anfang. Wir laden ein, dass Sie die Handys. Ich bin ein bisschen nervös geworden dann. Abgeben für diese Tage. Es ist ja immer wieder im Gespräch, dass ein Suchtverhalten da ist. Es ist nicht nur für ein paar Stunden, für einen Tag, das ist für eine Woche. Das ist auf jeden Fall sehr schwer. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde. Ohne Handy ist es schon richtig scheiße, sich da nicht zu Hause melden zu können. Wird mich dann doch stören, doch. Kann man sich das fürs Erste reduzieren, dass man quasi jetzt pro Tag so für eine halbe Stunde das Handy benutzen kann? Aber erst wenn man es versucht, ob es wirklich kein Problem ist, wenn es nicht da ist, ja, weiß man es auch, ob ich so frei bin, dass ich noch Herr über die Dinge bin oder ob die Dinge Herr über mich sind. Ja, dass ich eben nicht mehr an meinem Handy vorbeigehen kann, wenn es auf dem Tisch liegt. Es zieht mich an, ich muss dran gehen. Was ich läppisch finde an einem Handy, und das stört mich wahnsinnig, wenn die Leute nur noch so rumrennen und stundenlang quatschen im Zug, im Bus, überall, denke ich mal, also Menschenskind, schade. Es geht ja auch wieder auf Kosten der Gemeinschaft, man beachtet den Mitmenschen nicht mehr. Und genau das soll sich jetzt ändern. Der Plan für die Jugendlichen ist klar: Gemeinschaft schaffen und durch achttägigen Verzicht auf Handy und soziale Medien wieder einen Sinn im Leben finden. Wird das den Mönchen gelingen? Die symbolische Geste wäre die, dass ihr jetzt euer Handy in den Korb legt und gleich noch was drauf, die Geldbörse mit den Karten. Es geht darum, dass eben nichts, was irgendwie Kontakt mit außen ermöglicht, gegeben ist. Also ich habe zum Beispiel noch Laptop und Tablet mit. Wieso sagst du das eigentlich? Lass es doch einfach gut sein. Danke für die Ehrlichkeit. Moment, es geht ja nicht um Schummeln, ja? Dann würde ich sagen, schiebe ich den Korb runter. Bitte schön. 8 Tage ohne Handy, abgeschieden im Kloster. Für die Teenager klingt das nach Abschied vom Leben. Für die Mönche ist es aber die Voraussetzung, um überhaupt einen Sinn im Leben finden zu können. Für uns Mönche hat das Wort Regel eine ganz andere Dimension. Denn die Regel möchte die Kommunikation mit Gott und miteinander fördern. Und das zu vermitteln ist natürlich schwierig, weil man als Außenstehender eben denkt, das sind alles Dinge, die unser Leben einschränken. Auf 3, 1, 2, 3. Es ist schon scheiße, dass ich abgeben muss. Das ist ein komisches Gefühl, ohne Handy zu sein. Man hat mir das Geliebte weggenommen, so gesagt. Und das ist erst der Anfang. Zu einem Leben im Kloster gehört neben dem Verzicht auf materiellen Besitz auch ein strenger Tagesablauf. Der gilt ab heute auch für die 4 Jungs. Um 5.05 Uhr läutet es. Nicht nachmittags, sondern in der Früh. Ja? Dann ist bei uns Wecken. Das ist kein frühes Aufstehen mehr, das ist gar nicht schlafen. Normalerweise geht man um 4 oder 5 Uhr am Wochenende schlafen und steht dann nicht auf. Um 5 Uhr aufzustehen ist natürlich auch eine Herausforderung für mich, eine ziemlich große sogar. Ich bin ein Mensch, der ist eigentlich so eine Nachteule, der erstmal lange noch wach bleibt. Um 5.30 Uhr wäre das erste Gebet, der sogenannte Morgenchor. Ja? Etwa 35 bis 40 Minuten, kurze Pause, dann die heilige Messe. Danach wäre dann die Möglichkeit zum Frühstück. Ja? Das ist dann etwa 7.15 Uhr etwa.
Okay, und dann ist es bei uns so, dass die Mönche an die Arbeit gehen. Was für eine Arbeit? Wir haben bei uns verschiedene Arbeitsbereiche im Kloster. Zum einen eine Gärtnerei. Da gibt es immer wieder Dinge, die zu tun sind. So, dass ich hier mitarbeiten muss, ich verstehe den Sinn nicht dahinter. 12 Uhr Mittagsgebet. Und dann geht es am Nachmittag wieder an die Arbeit. 19.30 Uhr ist der Tag bei uns wieder am Ende angelangt, Nachtgebet, sodass gegen 20 Uhr im Kloster wieder Stille eintritt. Gibt es denn hier Alkohol oder darf man hier Alkohol überhaupt trinken? Würde ich nicht empfehlen, dass man einfach klar bei der Sache sein kann. Kontakt zu Frauen. Ich würde sagen, auch das ist etwas Gutes, hier die Tage mal zu schauen, momentan nicht. Kein Alkohol, keine Frauen. Für Casanova Adonis ist das der Super-GAU. Denn aus Feiern und Flirten besteht sein Leben. Ich mag Partys, ich mag Clubs, ich mag coole Bars. Mit dem Alkohol hat es ein bisschen früher angefangen bei mir. Ja, da war ich bestimmt 14 oder so, wo ich das erste Mal so Alkohol gekostet habe. Die zweite Schwäche des 17-Jährigen ist das weibliche Geschlecht. Mit 13 hatte ich die erste richtige Erfahrung mit einer Frau. Die war auch ein bisschen älter als ich und die hat mir halt so gezeigt, was man alles so machen kann, abgesehen von einem kleinen Kuss. Adonis ist arbeitslos. Die Schule hat er abgebrochen und lebt im Hotel Mama. Also, Sinn meines Lebens. Ich bin tief davon überzeugt, ich habe ihn definitiv noch nicht gefunden. Doch ob Adonis ihn im Kloster finden kann? In völliger Enthaltsamkeit? Der Weg des Mönches bedeutet, Jesus nachzufolgen, der keusch, gehorsam und arm. Er ist das Ideal, an dem wir uns ausrichten. Und um diesen Weg ein bisschen kennenzulernen, ein bisschen dem nachzuspüren, ist es eben wichtig, auch diesbezüglich sich darauf einzulassen und das eben zu lassen. Gut, dann sage ich auf Wiedersehen. Ich hoffe, dass Sie das auch eben als Experiment sehen, wo Sie dann sagen, ich check mal die Lage, ich lasse mich da drauf ein und schau mal, was das mit mir macht. Also ein gewisser Aha-Effekt, das finde ich schön, ja. Persönlich würde mich enttäuschen, wenn konkrete Versprechen eingegangen wurden und die dann umgangen werden. Für mich hat das auch immer mit Vertrauen zu tun. Aber nicht nur die strengen Regeln sorgen für erste Spannungen in der Gruppe. So ein Höhepunkt, wo ich mich aufgeregt habe, war beim Kenan. Bin ich einfach auch unhöflich einfach. Ich muss auch keinem was beweisen. Ich bin einfach so, wie ich bin. Wenn Leute damit klarkommen, freue ich mich. Wenn nicht, dann müssen wir nicht unbedingt Sympathie füreinander empfinden. Das Benediktinerkloster Otto Beuren ist eines der bekanntesten in Deutschland. Sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel war schon zu Besuch. Gäste sind bei den Mönchen stets herzlich willkommen. In der Regel suchen die jedoch von sich aus Stille und geistliche Einkehr, um neue Kraft zu schöpfen. Dieses Experiment ist eine ganz andere Herausforderung für die Mönche. So, hereinspaziert. Ist ja richtig Luxus hier. Krass. Es erwartet dich ein Schloss auf Erden. Das klingt schon wieder luxuriös. Das hört sich so paradiesmäßig an. Ein Paradies ohne Palmen und Swimmingpool. Als Jugendlicher sieht man das Paradies irdisch. Viel Geld, schöne Frau, Luxus, sich leisten können, was man will. Was das Paradies für mich bedeutet, ist ganz klar, einmal endgültig bei Gott zu sein. Bis dahin lebt Pater Rupert hier im Kloster. Dazu hat er sich verpflichtet. Ohne Frau, ohne eigenes Geld. Und eben auch ohne Ablenkung im Zimmer. Die Zellen versuche ich ganz bewusst schlicht zu halten, um in der Einsamkeit ganz für Gott da zu sein. Deshalb versuche ich persönlich, alles daraus fernzuhalten, was stören könnte. Kein Fernseher, kein Radio. Aber immerhin mit eigenem Badezimmer. Oder wie ein Mönch es nennt. Und Nasszellen sind hier. Ah, okay. Also Minibar gibt's hier keine. Ah, ja, leider. Fernseher auch nicht, leider. Telefon auch nicht, das haben wir mit Absicht nicht gemacht. Ich habe ja gehofft, dass hier wenigstens ein Fernseher oder sowas ist auf dem Zimmer. Ein bisschen. Ich habe ja gerade gesagt, das ist ja wirklich, also ein bisschen stelle ich mir so das im Gefängnis so vor. Es ist einfach nur das Nötigste hier. Ich fühle mich jetzt nicht unbedingt zu 100% wohl, aber es ist trotzdem ungewohnt, dass mir die ganzen Sachen fehlen, die ich normalerweise in meinem Zimmer hätte.
Also ganz so schlimm hätte ich mir vorgestellt. Was? Ganz so schlimm hätte ich mir nicht vorgestellt. So wie ganz so schlimm? Na, so. Ich hätte schon gedacht, dass er hier noch anleihen würde. Das wäre schon geil. Mega scheiße. Ja. Sie kamen an einen Ort, der für Sie ein Begriff war, vielleicht noch aus dem Geschichtsunterricht, was mit Mittelalter zu tun hat. Sie kamen in ein Kloster und waren baff. Im zweiten Zimmer ist bei Dennis und Adonis die Überraschung nicht weniger groß. Nasszelle? Was, Knastzelle? Mit Wasser. Wo ist die Dusche? Hier ist die Dusche. Ach du Scheiße. Okay. Naja, ich hab's Mannes vorgestellt ein bisschen. Ich hab nämlich gedacht, jetzt so Schloss, in dem Sinne von goldene Toilettenbrille, Marmorboden, Pool und so. Und jetzt bin ich in so einem Priesterhaus. Nur ein bisschen schlicht gehalten. Das, was ich erwartet habe, von Anfang an, hat sich in die komplett andere Richtung gelenkt. Meine eigentliche Vorstellung ist, dass wir da quasi jetzt auch ein bisschen Party machen. Gut, dann übergebe ich euch den Schlüssel zu treuen Händen. Sprachlosigkeit, vor allem bei Dennis. Dabei ist er auf YouTube sehr gesprächig. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von der Kanal. Ich bin Dennis von Able TV. Abonniert, kommentiert und liked für mehr kranken Scheiß, bevor ihr dieses Video anguckt. So würde ich mal sagen. Meine Eigenschaften ist wahrscheinlich, dass ich ein bisschen viel erzähle. Also ich kriege meinen Mund nie zu. Ich muss immer reden.